Heute Tag 3 des Deutschen Jagdrechtstages und eben haben wir eine Fortbildung gehört zur Reizjagd von Dr. Walter Jecker, Rechtsanwalt aus Bad Oeynhausen, der auch bekannt ist für seine sehr kurzweiligen Vorträge. Und heute hat er diesen Vortrag nicht alleine gehalten, sondern hat seinen Greifvogel dabei. Weil da willst du uns den Gast eben auch nochmal vorstellen. Ja, das ist Jette. Jette ist ein amerikanischer Wüstenbussard. Die leben hier nicht, also keine heimische Art. Jette ist mittlerweile 7 Jahre alt, so lange kennen wir uns auch. Und wir gehen auf Kaninchenjagd. Und Jette fängt alles, was sich bewegt, vom Regenwurm bis zum Kaninchen. Nun ist ja die Weizjagd so die Krone des Weidwerks. Wie ist das, was gibt es da rechtlich zu beachten für diejenigen, die sich so der Weizjagd widmen wollen, ich sag mal so im Hinblick Falknerschein etc.? Was sind da so die Besonderheiten? Man muss erst eine Jägerprüfung bestanden haben, um auch die Falknerprüfung machen zu können. Genau wie für die Jägerprüfung ist es empfehlenswert, auch einen Vorbereitungskurs zu besuchen, den die Falknerverbände da anbieten. Und der Jagdschein, also die Jägerprüfung, darf ohne waffenrechtlichen Teil absolviert werden, um dann anschließend den Falknerschein zu machen. Das gilt für diejenigen, die nicht mit der Waffe auf Jagd gehen wollen, sondern sich nur den Greifvögeln widmen möchten. Die brauchen also nicht die Flinte oder die Büchse zu beherrschen, aber sie sollen eben den Umgang dann mit dem Tier lernen. Das ist richtig. Und nun haben wir ja auch von verschiedenen Vorschriften gehört. Wir haben artenschutzrechtliche Herausforderungen dann auch zu meistern manchmal, gerade wenn es dann um geschützte Arten geht. Wie verhält sich das da? Ja, es ist wichtig zu wissen, dass die Vögel in Volieren oder in Anbindehaltung gehalten werden dürfen. Es gibt konkrete Vorgaben, die die Behörden auch überwachen. Greifvogelhaltung unterliegen der Überwachung der Verwaltungsbehörden, in der Regel der Kreisbehörden. Und da machen die auch Gebrauch von. Die gucken halt, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Gleichzeitig sind Falkner aber auch in der Verpflichtung, Greifvögel aufzuziehen, die vielleicht aus dem Nest gefallen sind oder die irgendwie im Straßenverkehr verletzt wurden. Da wird die Hegepflicht der Jäger für die Greifvögel von Falknern ausgelebt, die sich mit solchen Vögeln auskennen. Und wie ist das nun? Gibt es ja auch Jägerinnen und Jäger, die gerne so Cherrypicking betreiben. Wir kennen das ja auch jetzt gerade aus der Drück- und Treibjagdsaison. So ein Vogel, wie ist der zeitliche Bedarf, den so ein Tier an Hinwendung, an Zuwendung benötigt? Also wenn man einen Hund richtig gut abführen will, dann braucht man wahrscheinlich 2 Jahre, wenn der alles so beherrscht, was er beherrschen soll und auch Brauchbarkeitsprüfungen macht. Das ist beim Vogel nicht so. Den bekommt man im Alter von 16 Wochen und dann dauert es vielleicht 4 Wochen, bis der so zahm ist, dass er auf der Faust steht und auch zur Faust kommt, wenn man ihn ruft. Und dann kann man ihm auch das erste Mal Freiflug geben. In der Saison sollte man das regelmäßig machen. Es gibt Arten, die müssen sehr genau eingestellt sein. Die werden jeden Tag gewogen. Da kommt es auf 10 Gramm Gewicht an, ob der überhaupt jagt und auch zur Faust zurückkommt. Und so ein Harris Hawk ist eigentlich jemand, ein Vogel für einen Anfängerfalkner, für einen Wochenendfalkner. Der verzeiht einfach schon mal den einen oder anderen Fehler. Und natürlich muss man auch dem Gelegenheit geben zu fliegen. Während der Sommersaison natürlich nicht ganz zweifelsfrei, denn da haben alle Tiere Schonzeit. Und das weiß der Vogel nicht. Wenn der da frei fliegt, versucht er natürlich auch Beute zu machen. Also in der Regel im Herbst und im Winter, dann geht es mit dem Vogel raus. Und ansonsten ist es angebracht, ihn in einer vernünftig großen Voliere zu halten im Sommer, wo man ihn auch regelmäßig besucht, auch von der Faust füttert, damit er zahm bleibt und damit man ein gutes Verhältnis zueinander hat. Also kann man auch so von einer Bindung sprechen zwischen dem Falkner und seinem Vogel, wie wir das auch von unseren vierbeinigen Jagdhelfern kennen? Ja, das ist nicht so wie beim Hund. Der Hund hat im Prinzip einen Haustierwerdungsprozess hinter sich. Seit 12.000 Jahren werden Hunde aus dem Wolf gezüchtet. Die sind natürlich entsprechend verändert worden. Die sind nur auf der Welt, um Menschen Gefallen zu tun. Der Greifvogel, der ist noch genauso, wie er in freier Wildbahn aussieht. Der ist durch Zucht nicht verändert und der ist eigentlich nicht niedlich. Und die meisten mögen es auch gar nicht, dass sie angefasst und gestreichelt werden. Das ist da etwas anders. Also kein Schmusekurs in irgendeiner Form, es ist eher eine Zweckgemeinschaft. Wobei ich glaube, dass insbesondere Adler, die eine sehr enge Bindung an ihr Falkner haben, und auch diese Harris Hawks haben eine sehr enge Bindung zum Falkner. Und ich würde sagen, es dauert eine Zeit, aber möglich ist es, wenn ich ihn dir jetzt gebe und du weißt, wie es geht, so in 10 Tagen ist es deiner. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Falkner-Heil. Falkners Dank. Und freue mich, dass du das heute hier präsentiert hast. Dankeschön.